Obwohl, das erinnert mich schon wieder ein bisschen an The Forest, ne? Auch wenn man da zur Tür mit der besagten Keycard doch wesentlich schwerer hinkommt. Ich meine, zwei Zeichen haben wir noch, was wir machen können. Da werden wir wahrscheinlich noch mal ein paar Schriebse finden. Okay, hier sollte ich vielleicht nicht straight up runter. Oder vielleicht vorsichtig. Das Blöde ist halt, dass der Typ keine Batterien mitnimmt, ne? Nimmt. Meine Fresse. Ansonsten, ja, wüsste ich nicht. Wie gesagt, den Schlüssel haben wir gefunden. Ich weiß aber nicht, ob ich da nochmal zu der Kapelle gegangen bin. Vielleicht ist das ja. Oder diese andere Höhle da zumindest. Vielleicht ist das ja der Schlüssel dafür. Möglich wär's. Okay, das ist wieder unser. Nee, ist nicht unser Lagerfeuer. Aber wenigstens ein Lagerfeuer. Das wäre so der einzigste Anlasspunkt. Ansonsten. Könnte es sein, dass vielleicht rumschnibbeln muss? Okay, da sind gleich zwei bei der Brücke. Da die aber Gott sei Dank. Hallo? Toll, jetzt komme ich hier nicht. Na, ich muss über die Brücke. Ich kann sagen, da die aber relativ dumm anscheinend sind. Oder, naja, mich zumindest nicht so schnell sehen. Komme ich da überhaupt ran? Ist jetzt zu. Okay, warte mal. Vielleicht kann ich irgendwie einen Weg durch den Fluss nehmen. Das ist ja mal doof. Nicht, dass ich jetzt die andere Brücke nehmen muss. Also nochmal zurücklatschen muss, um darüber zu kommen. Das Ding ist bloß. Komme ich dann wieder zurück? Oh, na, warte. Ja, natürlich. Brecht hier wieder halb das Bein. Nee. Mir ist das ehrlich gesagt sicherer. Ich weiß halt nicht, ob der alles trinken kann oder sowas. Na? Deshalb würde ich vielleicht erstmal die andere Brücke bevorzugen. War hier nicht noch ein Dings? Nee, noch nicht gleich. Was es aber damit auf sich hat, frage ich mich halt auch. Ich meine, hoch komme ich ja hier, glaube ich, nicht. Dass wir irgendwie Strom oder sowas machen können. Respekt, er kann schweben. Kann ich nicht über die Rohre einfach rüber? Nee. Okay, ich meine, jetzt immer bis zur Brücke gelatscht. Jetzt muss ich es auch nicht mehr riskieren, da irgendeine Scheiße zu bauen. Dann auf die andere Seite rüber. Ah, der Friedhof auf der anderen Seite. Oder ist hier auch zu? Ne, hier ist offen. Okay. Ich weiß nicht, ob das die Stelle war, wo wir erst rüber gegangen sind, aber drüben war auf jeden Fall definitiv zu gewesen. Was wir allerdings machen können. Was wir allerdings machen können. Ich hoffe, das ist jetzt der automatisch richtige Weg, dass wir nochmal ganz kurz zu unserem Camp gehen. Und einfach. Ich hoffe, ich kann jetzt gleich die Taschenlampe aufladen, ne? Das ist halt so eine Sache, wo ich mir sage, okay, dann doch, warum machst du es nicht ganz klassisch? Und tust. Wo waren jetzt hier die Batterie? War hier nicht eine Batterie? Da. Warum machst du das nicht ganz klassisch und lässt die Dinger sammeln, ne? Und dass die halt eine gewisse Halbwertszeit bloß haben. Weil, yo, ich weiß jetzt, ja, ich kann die Batterie da aufladen und so. Ich wollte ja eigentlich über die Taschen aber aufladen. Das ist aber ein bisschen doof. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche die so oder so. Also ich glaube, ich weiß, wo die Atmosphäre herkommen soll. Kann ich jetzt schon mal sagen.
Zwar von den Typen da die NPCs, aber jetzt nicht unbedingt so die schlauesten sind und hier auch nicht so wirklich durch den Wald streifen. Aber ich glaube, wir haben schon schlimmere Horrorsachen erlebt. Was ist das denn? Natürlich. Kann ich das irgendwie umgehen? Gar nicht, der kriegt es auch nicht mit. Kann auch sein, dass die da hocken, eigentlich gar nicht machen. Weil ich weiß nicht, ob überhaupt jetzt schon einer von denen mal aufgestanden ist und uns irgendwas tun wollte. Das ist außerhalb von dem Dings, ja. Also du hast nicht nur die Fragezeichen, so wie es aussieht. Du musst halt. Oder es ist halt, naja, eher unwichtig, was er reingebastelt hat. Aber ich glaube, das war halt bei der Kirsche genauso. Ist das manchmal ein Stücke vom Stein? Ein schöner Oldtimer. Okay, der Stein nicht direkt, aber so ein Pilz. Oh Gott. Lol, sag mir nicht, dass der Stein die Leute zu Zombies verwandelt. Dann sollte ich vielleicht hier nicht unbedingt rumlaufen. Dieser Stein hat ein seltsames Gefühl, ob ich irgendwie einen drin bringen möchte. Zum anderen Stein? Soll ich den Stein wieder zusammenbauen? Okay, strange. Weil ich hätte gedacht, bei dem komischen Nebel, der hier drin ist, dass ich da ganz gerne mal in einem Arsch stehen könnte. Ich weiß jetzt aber nicht, wo der Typ hingelatscht ist oder der Zombie oder was auch immer das war. Ach, lol. Ich habe das Gefühl, dass ich ihn irgendwo hinbringen sollte. Ich nehme mal an zum anderen Stein. Okay, wir haben also nicht nur die Mäntel, sondern jetzt haben wir also auch Zombies hier. Hier ist Puppert wieder, wir haben Besuch. Ich weiß halt nicht, ob der was macht. Scheiße, Sarah! Was ist mit dir passiert? Wir haben Topfschlagen gespielt. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, sechstens. Sie sagen, dass diese Frau eine Außenseiterin ist. Wir haben seit Monaten niemanden mehr hierher kommen sehen. Ich kann nicht anders als Mitglied mit ihr zu haben. Ach, Mitglied. Als Mitglied mit dir zu haben. Entschuldigung. Ich kann nicht anders als Mitleid mit dir zu haben. Sie hatte keine Ahnung, was passieren würde, wenn sie an diesem Ort kommt. Ich wünschte, ich wüsste ihren Namen, damit ich sie richtig beerdigen könnte. Das Beste, was ich tun kann, ist, einen Eimer über den Kopf zu stellen, damit die Leute nicht starren. Das ist ja nett. Also haben wir jetzt quasi hier einen Verbündeten. Okay. Dann stehen die doch auf. Ich da auf der anderen Seite irgendwas? Okay, lohnt nicht, glaube ich, mit den Kisten. Ja, ich werde mich wahrscheinlich verletzen, aber gut. Die Sache ist. Ja, Alter, sterben, ey. Dass der sich aber so anhört, als ob der halb stirbt dabei, ne? Okay, hier haben wir noch. Noch einen kleinen Friedhof, mein Gott. Gräber. Aber anscheinend nichts von Interesse. Das ist die Brücke, ne? Oder? Nee. Doch, das ist die Brücke. Oh Gott. Über die ich halt leider nicht rüberkomme. So, die Sache ist, wir haben jetzt einen Stein. Einfach zum anderen Stein bringen und dann ist gut. Ich muss erstmal wieder auf die andere Seite kommen. Ich bin gerade am Überlegen, der allererste Ort, wo wir waren. Ach, das war das mit der Höhle. Da konnten wir aber nicht rein.
Also mit diesem Lager? Ich weiß nicht, haben die das Waldlager genannt oder sowas? Sah im ersten Moment auf jeden Fall wie eine Höhle aus. Da konnten wir auf jeden Fall nicht rein. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht so großartig viele Anhaltspunkte, was wir noch machen können, außer vielleicht den Stein zu dem eigentlichen Stein bringen. Deswegen werde ich mal ja wieder hier zurück zur Brücke latschen. Und mal schauen, was wir machen können. Wie gesagt, wir haben ja auch noch einen Schlüssel. Vielleicht sollte ich den. Ah, hallo. Ja, ich habe ihn gerade gesehen. Der ist kurz weggeploppt. Warte mal, das ist weiter da vorne. Vielleicht auch erstmal dahin gehen. Obwohl ich eher so das Gefühl habe, okay, Schlüssel, die wir finden. Wir müssen hier das Dings so hoch. Oh. Bin ich nur. Oh. Schlüssel, die wir finden, müssten doch irgendwo in der Nähe zu benutzen sein. Was sagen Sie mal, Crouchy oder? Nee, das hatten wir doch vorher nicht, Alter. BDF, was ist denn das hier? Ich sehe. Toll, wo bin ich denn jetzt hier? Das will ich erzählen, die war doch vorne nicht da gewesen. Ach, hier ist nur so eine Initialbrücke übrigens. So, dann müsste das gleich hier unten sein, ne? Ich will bloß mal gucken, vielleicht passt der Schlüssel ja da. Ansonsten vielleicht dann doch mal. Das wollte ich. Vielleicht dann doch mal umgucken. Wo hier vielleicht noch. Hä? Schlüssel sein könnte. Ich glaube, die Höhle war weiter hier hinten, oder? Und wir brauchen ja noch die. Also bis. Wir bräuchten auf jeden Fall die ID-Card. Der hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Hallo? Ach, er muss doch auch nicht wie ein Weltmeister. Dafür war anscheinend der andere Schlüssel. Okay, er speichert. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der uns was tut. Oder haut der mich auch? Holy shit, Zack, I'm so happy to finally see you. What happened to you? Okay, zum Schluss vielen Dank, dass sie mich gefunden haben. Ich gehe zurück ins Lager. Was? Lagerhaus ist aber bestimmt. Okay, wir haben ja noch eine Truhe. Und einen Brief, aber ich brauche halt eine ID-Card, Mann. Okay, 10 ist für alle, die es lesen. Bei 8 sind wir stehen geblieben, oder? Für alle, die es lesen, verlassen Sie dieses Teil jetzt, bevor ich Sie finde, und sagen Sie niemanden ein Wort. Dann könnten wir Sie schonen. Wir werden Sie auch in Ihrem Haus immer beobachten. Sie sind nicht sicher. Das ist sehr nett. Ich glaube, hier kommen wir nie wieder hin, deswegen gönne ich mir das mal. Okay, er ist weg. Da ich die ID-Card aber hier nicht gefunden habe, hier aber fertig bin, würde ich behaupten. Ab zum Stein. Bloß, wo war nochmal der Stein? Irgendwo muss ich die dämliche ID-Card ja finden. Und ich weiß halt auch nicht, wo ich meine Ziele sehe. Ich meine, da oben leuchtet es jetzt. Okay, ich versuche mal nochmal zum Stein zu kommen. Und der Schlüssel war halt aus dem Dorf, glaube ich, gewesen, das wir da gesehen hatten. Ich habe das Gefühl, halt ein, zwei Papers, zumindest eins, die neuen hatten wir, glaube ich, nicht, oder ich habe es einfach überlesen, fehlen. Okay, nee, das ist das Dorf. Dann war ja die Baustelle bei da oben gewesen. Oder? Ja, gerade da, wo er jetzt hinlatscht. Ich probiere mal unten am See hier wieder mein Glück, da rumzukommen. Ich meine, ich habe ja noch den. Ach so. Ich denke jedes Mal, da kommt halt ein Kettensägen-Typ an und rennt hinter uns her. Das würde halt super passen.
Manchmal ist es strange. Okay, ich habe den Stein. Wow, das war aber vorher nicht so. Wow, was ist das für ein Ort? Bin ich wieder hoch? Bin ich schon wieder high? Ich bin hoch. Pass auf, am Ende finden wir hier die ID-Card. Du bist in unser heiliges Land gekommen. Ja, ich habe ein Stück Stein gefunden, deswegen dachte ich, ich bringe das mal zum großen Stück Stein zurück, ne? Ist aber sehr, sehr... farbenfroh bei euch hier. Wir haben sie und ihre Tests beobachtet. Also, ich habe keine Tests... Oh Gott, Alter. Ich weiß nicht, ob das so stocken soll. Okay. Okay, ihre Art muss die Prüfung beenden, sonst besiegen sie ihr eigenes Schicksal mit dem Tod. Ist das die Prüfung hier? Irgendwie schön stoned durch den Wald latschen? Alter. Also das Laufen an sich geht, aber wenn ich mich versuche umzugucken, ist das halt irgendwie ein bisschen von dem Schlirrigen her, ne? Okay, die Kreaturen in den Panzern müssen zerstört werden. Du musst sie ihnen... Was? Welche Kreaturen in den Panzern? Okay, die Experimente, die ihre Art macht, werden das Ende der Spezies sein. Na gut, dann gib mir was. Dann gib mir die ID-Card, dann kann ich das verhindern. Ich muss erstmal überprüfen, was das überhaupt für Dings sind. Gehe ich hier überhaupt richtig? Okay, ich bleib dann doch lieber auf dem Weg, ne? Aber die könnten sich zum Beispiel, wenn ich jetzt in ihrer Welt bin, wenigstens dann... Ja, ich bin irgendwie eingedrungen, aber man kann sich auch mal vorstellen, wer man überhaupt ist, ne? Hier im großen Pilzland. Okay, da geht's wieder raus. Kehre jetzt nach Hause zurück und folge der Brücke. Jawohl, Chef. Und du kannst mir vielleicht verraten, wo ich die ID-Card finde. Den Stein habe ich noch, ne? Ja. Okay, es hat sich wieder normalisiert. Das hat mir einen Scheiß gebracht. Ich brauche die blöde ID-Card. Wo soll ich denn die jetzt hier suchen? Das ist mein einziges Standard und ich habe noch zwei Codes. Und ich muss ihre Experimente... Aber ich hätte ja gedacht, ich kriege hier mal wenigstens irgendwas. Oder kann ich dann nochmal rein, wenn ich Bock habe? Nö. Ich meine, das kam ja automatisch. Ja gut. Frage ist bloß... Die ID-Card habe ich immer noch nicht. Dass da was blau leuchtet, ist aber neu, ne? Also vielleicht muss ich... Dann wäre das eigentlich ganz cool, so rätselmäßig. Dann muss ich halt an den Stellen suchen, wo es da blau leuchtet. Straight up noch geradeaus. Also, dass ich da vielleicht was finde. Ich habe nämlich eher so das Gefühl, ich kann mich ja hier nicht wehren, ne? Oder mich irgendjemand besiegen oder so. Dass eventuell problematisch sein könnte, zwecks, naja, wenn die jetzt jemand bei sich trägt, ne? Wie soll ich die dann kriegen? Okay. Entschuldigung. Natürlich. Okay, hier sind die Pilze. Ich meine, weisen die Pilze mir den Weg? Muss ich die hier irgendwie reinlocken? Das können wir mal probieren. Ich meine, ich soll die ja vernichten. Vielleicht mit Hilfe der Pilze? Wenn der herkommt.
Kuckuck. Sie Arsch. Ich weiß zwar nicht, worauf sie da rumklettern, aber kommen sie mal mit. Ey, ich find's cool, dass sie schweben können, aber... Wo ist er hin?